Ja, herzlich willkommen Leute. Ich bin Steamclaw von DS Nemesis, auch bekannt unter dem Namen Lars. Heute werde ich mal eine meiner ersten Synchros selber komplett, also kein Let's Play, sondern einfach mal Hauptsave, Monster ausgesucht, zack, töten. Und dazu kommt währenddessen ein Thema. Und zwar das Thema ist heute, wie ich zu Monster Hunter kam, haben mich einige gefragt, wie ich zu dem Namen Steamclaw kam und warum ich mit Sino einen Channel habe. Und ja, so, dann legen wir mal los. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt ein Set raus, was ich nehme. Ich bin stark am überlegen, was ich mir mache. Ich habe erst überlegt, ob ich Rathian Rathalos mache. Ich werde jetzt eine Rathian machen, wie es scheint. Dann wähle ich jetzt noch das eine Runde, dann kommt das alles perfekt rein. Fertig ist die Sache. Essen, alles war ich schon, also heißt, ich kann gleich zu der Quest gehen. So, ja, also. Oh, eine instabile Umgebung ist dort. Oh mein Gott, wie schrecklich. Das ist ja ein Wunder. Leider weiß ich nicht genau, wo die ist, die Rathian dort. Deswegen würde ich glaube, einen alten Trank ablegen und mir Psycho-Serum mitnehmen. So. Fertig. Haha, die Rathian ist da. Und ja, da kommen wir auch gleich zum ersten Thema, wie ich zu den Namen Steamclaw kam. Zu dem Namen Steamclaw kam ich glaube zwar Ende 2008 oder so. Und zwar damals habe ich halt das Spiel Fliff gespielt. Ist ein MMORPG mit einer kindlerischen, mit so einer Manga-ähnlichen Grafik. Kleine Männchen so mit größeren Augen und alles halt so. So mehr Manga-like halt. Auf jeden Fall ist es halt so gewesen. Ich habe damals, da gab es halt diese Monster namens Steamwalker. Und dann gab es auch eine Klasse, die hieß Bill-Poster. Und die Bill-Poster hatten halt einen Knuckle, also so eine Faust als Waffe auf der rechten Seite. Da dachte ich mir doch, klasse. Klasse, die Klasse nehme ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dann habe ich halt diese Klasse genommen. Und ich habe halt gedacht, welcher Name passt dazu. Dann kam mir halt dieses Steamwalker in den Kopf. Der Name Steam hat mir irgendwie gefallen. Der Name Steam hat mir halt gefallen. Ich habe dann mir gedacht, so, ja, aber Steam kommt scheiße. Da habe ich mir halt gesehen, die haben so Clown-ähnliche Waffen. Halt gehabt durch die Knuckles. Die haben so Clown auf der höchsten Stufe gehabt, mäßig so. Also so Knuckle mit Clown am Ende. Vorne an Knöcheln, so Wolverine-like war das halt. Und da kam ich auf den Namen Steamclaw. Warum Steamclaw? das war halt noch damals ohne die 3. Da hab ich mir gedacht, so, das sieht lasch aus. Was mache ich draus? Dankeschön für das Fail, Rathian. Das sah halt so lasch aus. Da habe ich halt diese 3 dazu geschrieben. Jetzt fliegt sie schon wieder weg. Habe ich jetzt so viel Schaden gemacht? Uiuiui, ich habe hier 1000 jetzt gerade gemacht. Ich hab mir schon gedacht, was geht denn hier ab? Oh, das Set ist halt Imbar. Das Set ist cool. Hat 5 Handwerk, 10 Angriff. Eigentlich leckert, so viel ich weiß. Da ich es durch Athenas SSS gefunden habe, durchs ganz Neue sogar noch. Das ganz Neue. Da auf jeden Fall, kommen wir zurück zu dem Namen. Und da habe ich halt den Namen Steamclaw dazu genommen. Ich kenne, und damals kannte ich die Plattform Steam, also jetzt den Server Steam, wo man Spiele drüber spielt und so, kannte ich damals noch gar nicht. Kannte ich erst 2010 durch einen Kumpel, der CS spielt, also Counter-Strike. Ja. Deswegen kam der Name von vielen halt in die Bringung. Hä, Steam, spielst du auf Steam? Gib mir deine Adi mal oder so. Heißt du da genauso? Und dann gab es halt wirklich mal eine Zeit lang einen Typen, der halt den Namen von mir imitiert hat. Das war 2011. Der versucht mich 3 Monate lang zuzuflamen. Das fand ich halt nicht sehr korrekt von diesen Menschen. Ich habe ihn darauf angesprochen, mein Kumpel war auf Steam, der hat ihn halt hab ihn halt darüber mit ihm gesprochen, habe halt gesagt, lass das hier zu, dies, das, den Namen, den nutze ich schon seit Ewigkeiten, habe ich halt wirklich vorhin gezeigt, wo ich halt wirklich angemeldet war, schon seit etlichen Zeiten. Hätte er funzen können. Und ja, das ist eine andere Sache. Dann, wie ich zu Monster Hunter kam. Wie kam ich zu Monster Hunter? Zu Monster Hunter kam ich damals, 2010 glaube ich, durch Sino halt.
Ich weiß nicht, ob es 2009 war oder wirklich 2010. Ich glaube, 2010 war es. Ich habe halt wirklich damals geguckt. Ich habe halt wirklich alle Spiele gespielt. Pokémon, Digimon, Final Fantasy und wirklich alle anderen RPG-Games, die es so gab. Grandia, das war eins meiner Lieblingsspiele, die ich auch erst auf der PS1 gespielt habe. Es war so geil, das Spiel. Nein, das war ein Fehl. Auf jeden Fall habe ich halt wirklich damals so rumgeguckt und habe ich halt gefragt, dürfte ich denn mal einen Save anfangen bei dir? Also gesagt, klar, oh, kein Ding, weil er ja wirklich erst eine nette Person. Er hat gesagt, einfach klar, auf seiner PSP durfte ich spielen, weil ich ja keine besaß. Ich habe erst danach, am Ende 2010, habe ich meine PSP erst bekommen. Habe ich halt bekommen. Auf jeden Fall, oder war es sogar 2010, ja. Klar, oder 2009, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich halt bekommen. Und dachte mir so, ja, habe natürlich gleich Monster dazu gekriegt durch einen Kumpel, hat mir das geschenkt, weil er zweimal hatte das. Das andere habe ich von jemandem mit abgekauft, aber das habe ich dann früher dann gemerkt, das habe ich dann später auf Monster. Also ich habe als erstes mir eins gekauft für 15 Euro von jemandem. Und dann, ich glaube, 2 Monate später habe ich es von einem Kumpel geschenkt bekommen, der sagt, ja, meine PSP ist im Arsch, ich will's nicht, willst du's? Und da habe ich gesagt, claro, wieso nicht? Gratis Monster Hunter. Auf jeden Fall habe ich es halt dann gespielt mit Simo sehr viel. Einfach nur so aus Spaß. Und wir haben halt damals sehr viele Videos angeguckt, so was wir halt machen und wollen und so. Und da haben wir halt, kamen wir auf die Idee zusammen, weil wir halt wirklich sehr viel gespielt haben, dass wir halt einen Channel aufmachen. Aber das hat jetzt mit der Geschichte, dass ich Monster Hunter spiele, nichts zu tun. Ich fand halt wirklich damals Drachen, also solche Wyvern wie den Rathalos, den man jetzt hier sieht. Oder der Rathian sieht man hier. Fand ich halt wirklich klasse damals. Ich fand es einfach nur faszinierend so. Ich habe generell, wie gesagt, alle möglichen Spiele gespielt, mit drachenmäßigen Sachen auch und so. Und RPG-Games, Rollenspiele, alles. Und Beat'em Up, Hack-and-Slay-Games. Und da habe ich halt das Spiel cool gefunden. Und habe mir halt deswegen, wegen genau diesem Spiel, also nicht wegen dem jetzt, wegen Monster Hunter Freedom Night, habe ich mir eine PSP gekauft. Nur wegen dem Spiel, mich hat kein anderes interessiert. Ich wollte unbedingt Monster Hunter Freedom Unite spielen, weil ich das so klasse fand. Dann, ein Dreivierteljahr später, kam halt, dass die Erscheinungsdaten für, scheiße, ich hätte rechts meinen sollen, für Monster Hunter Portal Desert raus, was ich ja gerade spiele. Da kam mir halt auf die Idee, wegen dem Channel jetzt, machen wir doch einen Channel auf, weil wir halt wirklich etliche Monster Hunter Freedom Unite Videos gesehen haben. Siehe, Dave, Akantor, also Dave von Akantor Kriller, Akantor Rex und so, haben wir halt wirklich die ganzen Videos angeguckt. Und ja, da haben wir halt gedacht, machen wir denn doch mal lieber einen Channel. Also ich kam auf die große Idee, hat gesagt, ja klar, habe ich auch Lust. Mir hat das auch gefallen. Ja, jetzt muss ich getroffen werden, volle Kararo. Ha, geil! Das war jetzt aber episch. Ganz ehrlich, ich fand's episch. Nein. Oh, ich find's episch heute. Ich find's so episch. Ich hab so gerade so ein richtig gutes Gefühl. Ach. Wir kamen auf die Idee, wir haben halt keine getrackte PSP gehabt. Da habe ich, glaube ich, zu meinem, ich glaube, 16. Geburtstag oder so. War 16, ja. Habe ich mir eine PSP von jemand aus meiner Klasse gekauft. Für 40 Euro eine fett PSP. Weil die halt nicht mehr brauchte. Der Nunchuck war abgebrochen. Also der Knuckle, nee, das ist die komische Bedeckung für die Knüppel. Abgebrochen, egal, hat mich nicht gejuckt. Auf jeden Fall. Das hat mich halt wirklich nicht großartig gejuckt. So, des Weiteren habe ich halt gekauft und ich habe halt von Sino zum Geburtstag von ihm für 15 Euro hat er mir das geholt. Fand ich cool, ich wollte eigentlich nicht unbedingt. Hat er mir halt den Pandora-Akku gekauft, weil ich halt sehr viele Videos gesehen habe, wie es gehen sollte, weil es halt mit meiner Slim PSP nicht ging. Und ich habe halt rumprobiert. Er wollte es nicht mit seiner probieren, weil er Schiss hatte, dass es kaputt geht. Hatte ich auch am Anfang immer, aber ich habe es dann einfach versucht. Auf jeden Fall versucht. Dann konnte ich halt die ersten ISOs spielen, so wie jetzt zum Beispiel das hier, das Spiel. Das habe ich halt wirklich damals mit ISO gespielt. Beziehungsweise ich spiele es ab und eigentlich immer noch mit ISO, da ich mir das Spiel nicht importieren wollte. Da es mich für den Kauf nicht angeregt hat, sich HPH nicht zu kaufen, weil ich hatte das Geld auch nicht dazu. Jetzt hätte ich das Geld, ich war es aber zurzeit lieber auf einem 3DS.
falls wirklich Ende dieses Jahres Monster Hunter 3G rauskommt in Deutschland. Da spare ich lieber mein Geld darauf und kaufe mir das dieses Jahr. Und ich mir die ISO gekauft habe, nee, das ist die UMD von diesem Spiel. Aber egal, auf jeden Fall. Kam mir halt die Idee, den Channel zu machen, haben halt das gemacht, die ersten Videos kamen raus von uns, auch nicht die besten, wir haben mit, zuerst haben wir mit Hypercan aufgenommen und mit, dann haben wir später Cam Studio oder Filmstudio, ich weiß nicht, wie es hieß, das komische andere Ding benutzt. Ich hätte auf jeden Fall, dass die Raten jetzt schon wieder fast tot ist. Nein! Kameraperspektive scheiße gehabt. Ja. So, auf jeden Fall haben wir das halt dann gemacht und ja, jetzt sind wir hier. Jetzt bin ich nicht mal ein Jahr dabei, finde ich recht cool. Wir haben 40 Abonnenten jetzt schon. Ich finde es klasse. Ich meine, es gibt die Größen jetzt: Monster, Akandor Griller, Monster Schlechter, MH Wutze. Ich glaube, Jarhead oder wie es heißt, oder Jar X Head, also den von Monster Hunter TV, der macht auch gute Videos eigentlich schon. Etliche andere Monster Hunter. Nein, nein! Ah, ja, der ist gleich tot, sage ich doch. Außerdem ist sie gehumpelt. So schnell habe ich noch nicht für eine Radian gebraucht, währenddessen ich geredet habe. Das kann man glatt als Speedkill verkaufen. So. Fertig. Ich werde jetzt noch eine Runde. Und ja. Ich habe gedacht, das Video dauert so 20 Minuten, aber dauert es nicht, allerhöchstens 15. Aber ich verspreche jetzt nicht zu viel. Und das war eigentlich die meine kleine feine Geschichte, wie ich zu Monster Hunter kam. Ja. Und wie gesagt, die Neuheit, die Größen jetzt hier, wie ich gesagt habe, da kann man halt nichts gegen machen. Ich meine, ich kann nicht über X-Link spielen, da ich keine Fett-PSP mehr habe, da meine im Arsch ist. Komplett. Und die kann erneuern bringen hat keinen Sinn. Da kaufe ich eine kleine ganz neu wahrscheinlich. Und ich kann halt zur Zeit nicht spielen, weil ich keinen Router habe, sondern mit einem normalen O2, ne, Chibo jetzt noch. O2 gehört aber dazu, Stick ins Internet geht. Okay, auf jeden und auf jeden Fall, ja, wir hatten gerade ein technisches Problem. Und zwar das technische Problem heißt dreckiges, schwules, hessisches Camtasia. Dieses Problem benannt ist, nenne ich es so, ich habe noch 49 GB auf der einen Festplatte frei. Wir haben, naja, 11 Minuten dafür gebraucht, finde ich recht schnell. Ich hatte noch 49 frei von, ich glaube, 60. Das, die 60 GB ist halt meine Festplatte, die ich dazu benutze. Ich habe ja 3 drin. Die 60er ist halt dazu da, dass ich nur meine Videos drauf mache und meine ganzen Spiele, also eine Spiele unbedingt, ja, sowas, eine Art, genau, drauf halt sagen. Da kommt jetzt nicht sowas drauf wie Dokumente wichtig oder so. So halt Programme, sinnlose, wie jetzt Camtasia, Remote Joy, alle möglichen Monster Hunter Programme, die ich habe und etc. etc. Auf jeden Fall. Ich halt da, ich habe nicht genug Speicher, habe jetzt sogar meine ganzen Let's Play Parts, meine ganz normalen, also nicht die vom die ungerenderten habe ich jetzt gelöscht sogar, oder? Und trotzdem hatte ich keinen Speicher, gebe ich frei. Ich hatte 49 frei. Hä? Ist vollkommen egal. Jetzt habe ich das neu gestartet. Wir waren dabei. Ich kann nicht über X-Link spielen, da ich ja mit dem Chibo Stick ins Internet gehe. Ja. Ich hoffe, wir holen bald Router, weil wir holen bald einen Router, aber zur Zeit ging es halt nicht, weil mein Rechner ging ja erst jetzt wieder seit Weihnachten, habe ich einen bekommen. Und da können wir, holt meine Mom jetzt nicht davor, gleich in dem Monat hat es nicht gebracht, einen Router zu holen. Deswegen holen wir Ende, wahrscheinlich Anfang März, Ende Februar holen wir uns einen Router wahrscheinlich. Dann kann ich wahrscheinlich über X-Link spielen, hoffe ich. Und dann werde ich mir auch einen Wi-Fi-Max-Stick holen, sehr wahrscheinlich. Ja, jetzt werden wir mal gucken, was wir Schönes bekommen haben. Wir haben Schönes bekommen, eigentlich nichts Schönes. Normale Ratian-Sachen. 10 Minuten etc. etc. Und ja. Dann danke ich euch dafür, dass ihr diese Synchro angeschaut habt. Abonniert mich, wenn ihr euch zuerst mal zuschaut. Wäre echt cool, also uns, die nur und mich abonnieren. Bald kommt, ich will es endlich rausbringen. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Kommt mein Mat raus. Ich bin bald fertig. Ich habe die ersten Teile fertig. Ich habe die Hälfte von der Zeit habe ich jetzt. Und dann fehlt nur noch der Rest. Dann danke ich euch. Ich kann ja mal kurz gucken, was ich als letztes getötet habe. Ja, ich habe aufgegeben, abgeschlossen. Ja, das davor war den Rathalos mit der Lanze. Und ja. Ja, denn das ist schon so eine Sache. Ja, wie gesagt, ich spiele eine Zeit lang schon. Und ja, dann war's das. Danke ich euch. Adios. See you later. Und ciao, reingehauen.